Ich öffnete meine Augen wieder und traf Evelyns Blick. Das Blut rann mir durch die Venen. Hat sie mir gerade zugezwinkert? Ihre Aufmerksamkeit wandt sich schließlich der anderen Seite des Raumes zu, aber dieses unwohle Gefühl verblieb. Bin ich der Nächste? Ich hatte das Gefühl, dass mir das Atmen schwer fiel. Das Schlucken wurde immer schwerer, als ob mein Hals zugeknotet war. Ich werde sterben. Wie Lukas. Wie die anderen. Wir werden alle sterben. Meine Augen hafteten an der Tür im Raum. Der einzige Weg, wie wir fliehen konnten. Die einzige Möglichkeit zu überleben. Eine Tür. Falle. Eine Tür, die denjenigen verbrennt, der Hand an ihr legt. Mein Atem wurde kürzer und kürzer und dingenste mich hier in meinem Sitz. Och Mann, ich schrumpfte in meinem Sitz zusammen. Wir können nicht mehr raus. Gefangen. Eingesperrt. Sitzt nun jeder? Gut, dann kehren wir zu den Fragen zurück. Ich habe das Gefühl, ihr seid jetzt nicht gerade in Gesprächsstimmung. Also muss ich wieder jemanden aussuchen. Evelyn ging langsam in der Mitte der Treppe entlang. Ihre Hand glitt dabei sanft auf der Oberfläche der Tische, während sie sich bewegte. Die Schüler, die nahe an ihrem Weg lagen, versanken förmlich, hoffend, dass sie unsichtbar werden würden. Wobei sie versuchten, sich nicht zu bewegen, um nicht so viel Aufmerksamkeit von ihrem Quäler zu erregen. Als Evelyn an unserer Reihe vorbei ging, lehnte sich Emma leicht gegen mich, um so weit wie möglich von ihr fernzukommen, mit einem furchterregten Ausdruck auf ihrem Gesicht. Ich zwang meinen Blick, mich weiter nach vorne zu richten. Abgesehen von der Angst, dass mich ein magisches Projektil treffen konnte von der rechten Seite der Treppe. Ein kaum hörbares Seufzen der Erleichterung entfloh meinen Lippen, als ich Evelyn weiter von uns als ich hörte, dass Evelyn sich weiter von uns entfernte. Sie hielt ein paar Reihen über uns inne, mit beiden Händen, die auf einen Tisch klatschten, in der unglücklichen Reihe. Mit einem ungeduldigen Gesichtsausdruck. Sag mir, wie ist dein Name? Langsam und vorsichtig wandte ich meinen Kopf um das unglückliche Opfer zu erblicken, das nur eine Reihe von Dan entfernt saß. Dieser Typ. Das ist Matt. Zoes Ex. Seine gewohnte Selbstsicherheit schien vollkommen verschwunden zu sein. Sein Kopf war aufrecht, die Augen leer. Er war nicht in der Lage dazu, Evelyn anzusehen. Oder eine Frage zu beantworten. Matt ließ einen leichten Schrei aus, als Evelyn sich bewegte, überzeugt, dass es sein sofortiger Tod war. Zu meiner Überraschung
setzte sie sich einfach auf den Platz neben ihn und lehnte ihr wunderschönes Gesicht zu ihm. Matt hielt seinen Kopf weiterhin in Richtung der Wand gerichtet, als ob er durch die Angst paralysiert war. Ich konnte nicht anders, als eine alberne Erleichterung zu spüren. Matt ist der Nächste auf der Liste, nicht ich. Armer Typ. Aber ich bin's nicht. Du willst mir deinen Namen nicht sagen? Oh, das ist schade. Matts Stimme war kaum hörbar. Matt. Evelyns Lächeln erhellte sich. Nun, Matt. Danke, dass du dich freiwillig meldest. Matt schluckte. Als ob er sich freiwillig gemeldet hätte. Sie hatte ihn selbst ausgesucht. Eine kleine, winzig kleine Soziologiefrage bezüglich der Familie. Evelyns Lächeln, welches zu Beginn warm erschien, wurde nun grausam. Wenn ein Paar ein Kind erwartet, wer sollte dann die Entscheidungen treffen? Matt schaffte es, eine Antwort hervorzubringen. Was schon unglaublich war, wenn man bedachte, in was für einer Situation er sich befand. Die Mutter. Evelyn hob die Augenbrauen. Nur die Mutter? Das ist interessant. Die ganze Klasse hielt den Atem an. Aber heißt das, der Vater hat nichts zu sagen? Niemals? Von seinem Gesicht tropfte der Schweiß. Matt antwortete in einer überraschend festen Stimme. Beide. Es sind beide. Beide. Das ist sehr interessant. Evelyns Lächeln wurde immer grausamer. Aber du kannst hinterher deine Antwort nicht ändern. Das ist Betrug. Matt wandte sich plötzlich Evelyn zu, mit Panik in den Augen. Warte, ich... Ein kleiner Deutsch, ja, also der Deutsch wird jetzt beschrieben, ich lasse das mal besser. Ein kleiner Deutsch kam aus Evelyns ausgestreckter Hand und durchschnitt Matts Kehle. Warum spiele ich häufiger in letzter Zeit so übelst blutige Visual Novels? Kann mir das einer erklären? Warum passiert mir das? Wieso? Ha? Ha? Wieso? Ha? Ha? Explain it to me. Heißt, erklär es mir. Er führte seine Hände zu seinem Hals, aus dem überall Blut schoss. Er kollabierte gegen den Tisch mit einem furchterregenden Klang. Evelyn betrachtete ihre makabre Arbeit mit Zufriedenheit. Ihr Medaillon leuchtete in einem hellen, so unnatürlichen Blau auf. Leute, das ist Nummer 5, die ihr sterben seht. Jetzt reicht euch doch mal langsam zusammen. Nein! Ein Heulen echote durch den Raum.
Ich drückte Emmas Hand fest und hoffte, dass sie es schaffen würde, jegliches Geräusch zu unterdrücken. Das Letzte, was wir brauchten, war es, Evelyns Aufmerksamkeit zu erhalten. Ich denke, wir können mit dem Fragepart für den Moment aufhören. Ihr wunderschönes Aussehen war vollkommen unreal, wenn man betrachte, dass sie so kaltblütig mordete. Hey, Jackie Boy! Und danke für einen weiteren Monat! Betonung liegt auf Monat. Es ist nicht ganz eine Märchenstunde, es ist wohl doch eher so ein Horrorabend. Diese Visual Novel ist übrigens gratis. Kann man sich auf Steam gratis runterladen. Da kann man bessere Scheiße bauen als ich. Also, ich baue ja gerne Scheiße. Alter Jack. Sag nicht, ich habe schon mal davon gehört. Sag doch gleich, du hast es schon gespielt. Weil ich brauche dich ja nur zu fragen, welche Spiele hast du denn nicht gespielt? Da bist du nämlich schneller fertig mit. Ehrlich gesagt nicht. Ja. Tu nur so, als wenn du mich beruhigen willst. Ja. Visual Novels spielst du nie. Erzähl das deiner Frau, aber nicht mir. Alles gut. Ja, also sie begeht halt kaltblütig Mord. Diese Frau ist böse. Eine Hexe. Sie ist eine Hexe. Mächtig, wunderschön, schrecklich. Ich hoffe, ihr werdet von jetzt an besser zuhören. Andererseits werdet ihr mir weiterhin die falschen Antworten geben. Evelyn lief schnell wieder die Treppen zurück zur Tafel und wandte sich zur Klasse. Ich erwarte, dass ihr ganz ernsthaft euch Notizen macht. Ich konnte es nicht glauben. Wird sie einfach so mit dem Unterricht weitermachen? Als wenn nichts passiert wäre? Nun, lasst uns doch mal über Mikrosoziologie sprechen. Ohne die leichtesten Bedenken wegen der verschiedenen Leichen, die im Raum lagen, begann Evelyn ihre Soziologiestunde fortzuführen. Und das vor den simultan verängstigten und verstörten Augen der immer noch lebenden Schüler. Ich habe das Gefühl, ihr seid heute Morgen noch nicht ganz wach. Kommt schon, macht Notizen. Weil die Schüler sind sich jetzt bewusst, dass jeder ihrer Empfehlungen eine Art Bedrohung für den sofortigen Tod beinhaltet. Und als ein Ergebnis davon hörte man sofort Hände über die Tasten gleiten. Beginnt mit Emma, in deren Gesicht ich panische Angst sehen konnte. Mit einem flehenden Ausdruck sagte sie mir, dass ich es ihr nachmachen sollte, um den Zorn der Hexe zu vermeiden. Die Hexe, die Lukas gekillt hat. Und Matt. Diejenige, die uns wahrscheinlich bis zum Ende des Tages alle getötet haben wird. Mit zitternden Händen schaffte ich es, meinen Laptop zu entsperren. Also schaffte ich es kaum, meinen Laptop zu entsperren. Das Chatfenster erschien vor mir, überflutet mit neuen Nachrichten. Sie benutzt Magie! Das ist ein Albtraum. Ich habe einen Albtraum. Ich möchte einfach nur aufwachen. Ich bin in einem Albtraum. Wir sind alle in einem Albtraum.
Sowas wie Magie gibt es nicht. Das ist unmöglich. Sie ist eine Hexe. Sie kann uns alle mit einem einzelnen Blick umbringen. Ich bekomme immer noch kein Signal. Ruf doch mal jemand. 911. Wir haben immer noch kein Internet. Es muss an ihr liegen. Es ist ihre Magie. Wir werden alle sterben. Sie hat Matt getötet. Oh, ich kotze gleich. Aber sie wird mich umbringen, wenn sie mich hört. Wir können sie umbringen, wenn wir uns zusammentun. Wer ist dabei? Wir werden alle sterben, Idiot. Sie benutzt Magie, wir können nichts tun. Ich möchte nicht sterben. Rettet mich, bitte, bitte. Konzentriert euch. Es muss einen Weg hier rausgeben. Ja, los, töten wir sie. Sie wird nicht Zeit genug haben, uns alle zu kriegen. Ich möchte nicht sterben. Du versuchst das mal schön alleine, du Scheißer. Ich sitze direkt neben Lukas. Der Geruch ist unerträglich. Bitte helft mir. Rettet mich, bitte. Meine Eltern sind reich, rettet mich. Ich sag dazu nur, wer früher stirbt, ist länger tot. Boah, also heute bist du ein bisschen makaber. Wie gut, dass wir den Charakter Kuya genannt haben, ne? Hätte ich's gewusst, ich hätte ihn nicht Kuya genannt. Da wären mir schönere Namen eingefallen. Wir stecken da alle zusammen drin, du Arsch. Beruhig dich und wir denken uns einen Plan aus. Wir müssen die Antworten auf die Fragen in diesem Chat teilen, damit wir nicht sterben. Wir werden alle sowieso sterben. Ach, sei ruhig! Leute, sitzt still oder ihr werdet sterben. Huch, hallo Katze. Amen dafür. Amen, Jackie Boy. Ach, komm her, Katze. Aua, das tat weh. Jetzt leg dich hin und bleib eine brave Kitty. Leute, setzt euch hin oder ihr sterbt. Ihr müsst einfach nur hier sitzen und so tun, als wenn ihr Notizen macht. Ich wette, Just Me ist die Hexe. Das ist eine heilige Bestrafung. Weil wir alles Sündiger sind. Oh, sei ruhig. Das ist alles deine Schuld. Du bist auch ein Sündiger, also halt's Maul. Wir sind so am Arsch. Eine heilige Strafe? Vielleicht ist es genau das. Ein lautes Kotzgeräusch erklingt im Raum. Das Mädchen, das neben Lukas Leiche sitzt, konnte es nicht mehr zurückhalten. Und da wer früher verliert, darf länger zuschauen. Na, danke. Ein schneller Blick zu Evelyn und sie setzt ihre Lektüre weiterhin fort, ohne sich um diese kranken Geräusche zu kümmern. Und all diese Konzepte bringen uns dahin zurück, den entscheidungsmachenden Prozess, mit dem ihr bereits vertraut sein solltet. Warst du diejenige, die Angst hatte zu sterben, wenn sie kotzt? Sie hat dich verschont. Vielleicht tötet sie zufällig? Sie ist eine Hexe. Sie wird jeden töten. Ich weiß nicht. Ich meine, du weißt schon, dass Lukas ein bisschen... Lukas war mein Freund. Er war ein großes Arschloch, der Mädchen vergewaltigt hat. Halt's Maul, das ist reiner Bullshit. War denn die Vergewaltigungsgeschichte wahr? Er ist ein Sündiger.
Beichte oder wir werden alle oder ihr werdet alle sterben. Ich hab davon gehört. Natürlich ist es wahr. Ich kenne ein Mädchen, das er vergewaltigt hat. Ich habe gehört, er hat immer dieselben Methoden benutzt. Er nahm sich ein schüchternes Mädchen, sie kam in sein Zimmer und er... Aber das bedeutet nicht, dass... Aber das impliziert nicht, dass sie dem nicht zugestimmt hatte. Ich kenne ein Mädchen, das es nicht wollte. Er ist ein verschissener Vergewaltiger. Er hatte einige Opfer in seiner Universität. Das sind doch keine Neuigkeiten. Seid ruhig! Wenn das wahr gewesen wäre, dann hätten sie die Bullen gerufen. Nein, deswegen hat er ja die schüchternen und einsamen Mädchen genommen. Es ist viel schwerer für sie, zur Polizei zu gehen. Abgesehen davon, ist es unerträglich, jemandem die Details zu erzählen. Sie müssten doch einfach nur Nein sagen. Ich kenne auch ein Mädchen, das von Lukas vergewaltigt wurde. Alle Mädchen in unserem Jahrgang wissen, dass er super gefährlich war. So wahr. Deswegen waren die meisten Opfer aus einem anderen Jahrgang. Halt's Maul! Lukas mag vielleicht ein Arschloch gewesen sein. Aber wie hilft uns das in irgendeiner Weise? Die Hexe wird uns alle töten. Sie wird schon bald wieder neue Fragen stellen. Ja. Diese Hexe wird uns alle töten, genauso wie sie Matt getötet hat. Ich kenne Matt. Er war auch kein Heiliger. Wag es dir ja nicht zu sagen, dass Matt es verdient hatte zu sterben. Skippa. Matt hat Mädchen vergewaltigt? Ich kenne ihn schon seit Jahren. Er würde sowas nie tun. Ich glaube nicht, dass er die Art von Dinge getan hat. Aber ich habe eine ziemlich abgefuckte Geschichte von ihm mit einem Mädchen gehört. Er hatte einen One-Night-Stand mit einem Mädchen, das schwanger wurde. Und er hat dafür gesorgt, dass sie abtrieb. Also was? Sie hätte verhüten können. Matt hat nichts falsch gemacht. Sie hat die Entscheidung getroffen, abzutreiben. Abgesehen von der, von dieser bleibenden Angst, die nicht meinen Körper nicht verlassen wollte, habe ich versucht, mich auf den letzten Austausch zu konzentrieren. Matt hatte ein Mädchen, mit dem er geschlafen hat, zur Abtreibung gezwungen. Das erinnerte mich an etwas. Ich drückte meine Finger wie hießen die Dinge an der Seite? Für Matt gibt es nur eine Lösung, wo die Schere. Also eigentlich gibt es für so ziemlich jeden dort scheinbar diese Lösung. Bedenken wir es mal so. Luca angeblich Mädchen vergewaltigt. So. Matt hat ein Mädchen zur Abtreibung gezwungen. Seine Frage war bei einer Schwangerschaft, wer hat da die Entscheidungen zu treffen? Und Matt sagte die Mutter. Wartet mal kurz. Ich muss mal kurz was googeln. Matt ist tot, keine Sorge. Also der hat nichts mehr zu melden hier. Ich muss mal kurz was googeln, weil ich kenne es nicht, weil ich keine Soziologie studiert habe, aber was ist der Bystander-Effekt? Bystander-Effekt. Verantwortungsdiffusion. Der These der Verantwortungsdiffusion zufolge sinkt die Wahrscheinlichkeit einer Hilfeleistung, wenn mehrere Zeugen eine Hilfesituation beobachten, da sich aufgrund der Anwesenheit mehrerer potenzieller Helfer die individuelle wahrgenommene Verantwortung reduziert. Was ist
kurz mal diesen Gedanken. Was ist, wenn Luca nicht der Vergewaltiger war, sondern mit zu denen gehörte, die von Vergewaltigung wussten, aber nicht eingeschritten ist? Dann wären bisher, abgesehen von der verkohlten Leiche, von dem Mädchen in der Kotze und von dem anderen Jungen, bisher die Charaktere, die wir kennengelernt haben, nicht rein zufällig von der Hexe ausgewählt worden, sondern mit einem Motiv. Das wäre sehr interessant. Und was wäre, wenn unsere gute Frau Lehrerin vielleicht ein Opfer von diesen Leuten war? Warte mal, nächster Gedanke. Was wäre, wenn Luca ein Mädchen vergewaltigt hat? Nee, oder Matt ein Mädchen genagelt hat. Das gezwungen hat abzutreiben. Und Luca davon wusste, weil er sozusagen dabei war. Bin gespannt. Ich bin gespannt, wie die Story weitergeht. Matt, Abtreibung, Kind. Die Erinnerung des Austauschs zwischen Matt und Evelyn vor seinem Tod kam mir schließlich wieder in den Sinn. Wenn ein Paar ein Kind erwartet, wer sollte dann die Entscheidung treffen? Evelyn. Sie hat Matt diese Frage gestellt. Eine sehr spezifische Frage für Matt. Was, wenn sie sich diese Frage für ihn aufgehoben hat? Nur für ihn. Bedeutet es dann, sie wusste es? In einem kurzen Moment luziden Moment versuchte ich, meine Gedanken zu sammeln. Evelyn ist eine Dämonin. Eine Hexe. Eine Psychopathin. Sie kann uns alle mit einem Fingerschnippen umbringen. Und dennoch. Dennoch folgt sie einem sehr spezifischen Plan. Sie gibt uns Befehle, verängstigt uns, stellt uns Fragen. Eine kleine Stimme in meinem Kopf fing an, lauter zu schreien. Was, wenn sie nicht zufällig tötet? Mental ging ich die Liste durch. Luca schien ein Serienvergewaltiger zu sein. Leute sagten sogar, dass er bekam, was er verdiente, dass er bestrafbar sei. Matt, er zwang ein Mädchen zur Abtreibung. Ein weiterer bestrafbares Verhalten, das Evelyn bedachte, nachdem er das Mädchen, das er gewollt hatte, bedroht hatte, entgegen dem Wohlbefinden des Mädchens. Und dennoch hatte er geantwortet, dass die Mutter die Entscheidung treffen sollte. Hatte er erwartet, dass Evelyn es wusste? Hatte er gespürt, dass diese Frage auf ihn gezielt war? Bezüglich dieses einen speziellen Ereignisses? Evelyn schien keine bestimmte Antwort erwartet zu haben. Eigentlich, ich weiß nicht einmal, ob es so eine gute Antwort auf so eine vage Frage gegeben hätte. Und dennoch, war es eine Trickfrage? War es eine Frage, die ihn psychologisch quälen sollte, bevor sie ihn tötete, um ihn für sein Verhalten zu bestrafen? Nachdem diese Schlussfolgerung meinen Geist erfüllte.
Ich wusste, dass ich eine Tendenz dazu hatte, mich für jede wilde Theorie, die sich in meinem Kopf zu, also mich schnell für jede Theorie, die sich in meinem Kopf spannen, zu begeistern. Fangen wir von vorne an. Lukas und Matt wurden beide für ihr Verhalten bezüglich Mädchen bestraft. Aber was ist mit den anderen Toten? Derjenige, der im Feuer starb, während er versuchte, die Tür zu öffnen. Das Mädchen, das getötet wurde, während es auf den Boden gekotzt hatte und nicht in der Lage, sich zu bewegen. Derjenige, der wie paralysiert bei der Tür gestanden hatte. Nein, nein, nein. Der Unterricht ist noch nicht vorbei. Es tut mir leid, aber es ist nicht erlaubt, im Unterricht zu essen. So versaut man den, versaut man das Zimmer. Ei. Also ich. Ist keine valide Ausrede, tut mir leid. Sind sie gestorben, weil sie nicht den Regeln folgten, die Evelyn implementiert hatte? Aber was wären das für Regeln? Wenn ihr nicht zurück zu euren Sitzen kehrt, dann muss ich euch auch bestrafen. Sitzt ihr da? Gut, dann gehen wir zur Fragerunde zurück. Ich erwarte, dass ihr euch ernsthaft Notizen macht. Wäre es genug, ein guter, gehorsamer Schüler zu sein, um zu überleben? Nur Schüler, die sich schuldig im Verhalten machten, würden von Evelyn bestraft und getötet werden? Mein angsterfülltes Gehirn versuchte, eine Verbindung zwischen die unverbundenen Fakten zu bringen. Und dennoch, ich konnte nicht daran glauben, dass dies nur ein einfacher Zufall war. Lukas und Matt sind gestorben, nachdem sie direkt befragt wurden. Mit anderen Worten, sie hatten wahrscheinlich keine Hoffnung zum Überleben. Evelyn wollte, dass sie sterben. Sie wollte sie für ihr vergangenes Verhalten bezüglich der Mädchen bestrafen. Und was die anderen anging, die wurden nicht befragt. Sie starben, weil sie nicht den Regeln gehorcht hatten, weil sie sich nicht hingesetzt hatten, weil sie dem Unterricht nicht gefolgt waren, weil sie versucht hatten, das Zimmer inmitten des Unterrichts zu verlassen. Inmitten des Unterrichts. Genau nachdem Lukas von dem magischen Speer durchbohrt worden war. Der Unterricht. Darauf kannst du wetten. Der Ort der Hölle. Wartet. Purgatory ist die Vorhölle? Die Vorhölle? Niemand wird es hier herausschaffen. Ich schüttelte meinen Kopf und versuchte, mir selbst Hoffnung zu geben. Und eine Spinne zu erschlagen. So. Ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Theorie standhält. Sobald Evelyn fertig ist, alle Schüler, die schuldig waren, für straffälliges Verhalten zu bestrafen, dann würde sie die anderen verschonen. Nicht Vorhölle, aber nah dran. Fegefeuer, Vorhölle, alles heiß. Die anderen. Diejenigen, die dem Unterricht bis zum Schluss folgen. Also die den Regeln bis zum Schluss folgen. Ich musste das mit den anderen teilen, damit es keine weiteren Tote mehr gab. Ich wollte das gerade in den Chat schreiben, als Evelyn lauthals eine Aussage machte. Oh. Diese kleine Frage habe ich fast vergessen. Ich gefror sofort. Wie paralysiert von einer unerdenhaften kalten Umarmung. Emma wandte sich mir zu. Sie sah noch verängstigter aus als zuvor. Ich drückte ihre Hand mit all meiner Stärke und versuchte ein paar Worte unter vorgehaltener Hand zu sagen.
Bist sicher? Sie sollte nicht in Gefahr sein. Sie machte Notizen, sie hörte der Lektion zu. Sie war eine sehr gute Schülerin. Sie ist ein Mädchen. Evelyn schien nur schuldige Jungs für ihre Schuld und ihr schreckliches Verhalten bezüglich von Mädchen zu bestrafen. Ich betete, dass meine Theorie richtig war. Jedenfalls, selbst wenn ich recht hatte, das bedeutete nicht, dass ich in Sicherheit war. Gott, ich glaube, das Girl hat auch etwas Schlimmes und verbrochen. Es kann sein, weil am Anfang hat er erzählt, sie ist ein sehr beliebtes Mädchen in der Klasse, ne? Und hat sich aber für ihn entschieden, also ihn, der eigentlich nicht so, er ist nicht schlau, er ist nicht athletisch. Und von all den Jungs, die um sie geworben hat, hat sie sich für ihn entschieden. Und er ist eigentlich ist er total cute. Er beschützt sie vor anderen. Das Einzige, was er halt macht, ist, er macht halt nicht viel Notizen, er schreibt bei seiner Freundin ab, jada, 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 aber sonst ist er eigentlich ein ganz cuter Typ. Ich versuchte, mich selbst zu beruhigen, abgesehen von diesem schmerzhaften Herzschlag, der aus meiner Brust kam. Ich bin ein normaler Schüler. Die normale Art von normalen Typen. Deswegen hat Emma mich gewählt. Ich mach nichts Auffälliges. Nicht mit Mädchen, nicht mit anderen. Ich bin ein normaler Typ. Ich sollte keine Angst haben, denke ich. Und dennoch, warum zitter ich dann wie ein Blatt? Du dort, wie ist dein Name? Atemlos sah ich auf in Evelyns Augen. In Evelyns Augen, die zu jemanden auf der anderen Seite der Klasse hinstarrten. Ich? Totenstille. Alle Schüler wandten sich zu dem unglücklichen Mädchen. Er kannte sie. Es ist Lucy. Ein ziemlich einsames Mädchen im Unterricht. Evelyn nickte einfach nur mit einem breiten Grinsen. Die Arme lehnten gegen ihren Tisch nahe der Tafel. Die kurze Erleichterung des Wissens, dass ich für den Moment sicher war, wurde durch Frustration ersetzt, wegen der Inkonsistenz der Wahl ihres neuen Opfers. Warum hatte sie sich ein Mädchen ausgesucht? Sie kann es doch nicht sein. Sie bestraft doch nur Jungs. Außer sie hätte nicht vor, sie zu töten. Vielleicht wollte uns Evelyn einfach nur psychologisch quälen, indem sie uns dazu brachte, zu denken, dass sie jeden töten würde. Vielleicht würde sie dieses Mädchen verschonen und den nächsten Schüler, dem sie eine Frage stellte, töten. Der nächste, der ich sein könnte. Claire. Mein Name ist Claire. Wartet. Throne. Ich hab's heute echt nicht so mit Englisch wieder mal, ne? Also. Wollt ihr euch fragen, ich hab's nicht mit Englisch heute. Not heute, not Englisch. Heißt, du brauchst gar nicht schreiben, ich sehe das ja gar nicht. Achso. Meine Stirn runzelte sich. Also, ich runzelte die Stirn. Was machte sie da? Ihr Name ist Lucy. Wenn Evelyn herausfindet, dass sie sie anlügt, hoffte sie, dass dieses riskante Manöver sie retten würde? Claire? Ja, das ist ein schöner Name. Lucys Gesicht wurde fast schon totenblass. Aber sie schaffte es, Evelyns Blick standzuhalten, ohne zu blinzeln. Ähm,
Ich hatte schon immer gedacht, dass der Name, der uns bei Geburt gegeben wurde, eine große Ungerechtigkeit darstellt, da wir ihn ja nicht selbst wählen konnten. Was meinst du, Claire? Sie wusste es. Sie wusste, dass Lucy sie angelogen hatte. Sie wusste alles. Lucy war verdammt. Ihre Stimme zitterte. Ja, du hast recht. Ich hab immer recht. Das musst du nicht erwähnen. Evelyns Augen weiteten sich und dann brach sie in Gelächter aus. Ich scherz natürlich. Niemand ist perfekt. Lucys Blick brach in sich zusammen, als Evelyn die Treppe zu der Reihe hochlief, wo ihr neues Opfer saß. Die psychologische Tortur war unerträglich. Auch für uns Zeugen. Hatte Evelyn vor, sie zu töten? Oder wollte sie sie einfach nur terrorisieren? Also, Claire. Eine Frage für dich. Bezüglich von Verantwortung. Ich machte mich selbst für das Offensichtliche bereit. Lucy würde sterben. Meine Theorie war falsch. Ist eine Person, die illegal Inhalte im Internet verbreitet, schuldig? Selbst wenn er oder sie nicht an der Herstellung dieser Inhalte selbst teilnimmt? Lucy brach in Tränen aus, als Antwort auf diese seltsam spezifische Frage. Sie hat die Vergewaltigung gefilmt oder geteilt? Also meine Theorie, dass sie vielleicht die Lehrerin oder so ist, also dass sie vielleicht das Opfer ist und sich jetzt rächen kommt an alle, die daran schuld waren. Die wird gerade ein Stück weit realer. Bitte. Ich weiß es nicht. Ich dachte, sie haben immer zugestimmt. Ich schwöre es. Evelyn starrte zu Lucy und lehnte sich halb vor. Das unerdliche Leuchten ihres Medaillons erhellte das tränenverschmierte Gesicht ihres Opfers. Bitte verschone mich! Es tut mir leid! Bitte! Bitte! Evelyns Blick wurde ein wenig sanfter. Lucy. Es tut mir leid zu sehen, dass du so verzweifelt bist. Lucy hob ihre flehenden Augen. Aber deine Antwort ist am Thema vorbei. Mit einer einfachen Geste sorgte Evelyn für einen Nebel, der erschien und sich um Lucys Körper wand. Besser als Hitchcock seine Filme. Also, Jackie Boy, ne? Kostenloses Spiel, ne? Ich will es nur mal erwähnen. Oh Gott. Lucy begann gewaltvoll in ihrem Sitz zu erzittern, dass das Metall. Dass das Metall halt vom Stuhl erklang. Genau, aber dir zuhören macht es besser, als es selber zu spielen. Ah ja, da sind wir wieder beim Synchronsprecher, oder? Da sind wir wieder beim Synchronsprecher. Oh, Entschuldigung. Okay. Oh Mann, manchmal kann ich echt nicht anders. Klack, klack, klack.
Das Schütteln hörte nach einigen Sekunden auf mit einem dumpfen Kloppen. Und Lucys Kopf fiel gegen den Tisch. Ihr Gesicht war in meine Richtung gewandt. Eine erneute Welle von Machtlosigkeit umkam mich. Blut war aus ihren Augen gedrungen und ihr Mund war schmerzverzerrt. Mit einem Fingerschnippen entledigte Evelyn den magischen Nebel und ging zum Podium zurück mit einem mysteriösen Lächeln auf ihren Augen. Erinnert euch daran, Verantwortung ist eine der Must-Have im Sozialunterricht in diesem Programm. Als sie wieder an ihrem Tisch war, setzte Evelyn den Unterricht vor, als wenn nichts passiert wäre. Nichts in ihrem Aussehen deutete auf den Mord hin, den sie gerade begangen hatte. Nicht auf ihrer erwachsenen Kleidung, nicht in ihrem Haar, nicht ihr Medaillon, welches wieder sein gewöhnliches Selbst angenommen hatte. Vergesst nicht, euch Notizen zu machen. Das ist wichtig. Ich hörte das Geräusch von Kotzen aus dem anderen Ecke des Raumes, aber keine Schreie. Die meisten der Schüler kehrten zurück, auf ihre Tasten zu schreiben. Sie sahen verängstigt aus. Und ich tat dasselbe. Evelyn nahm auch Mädchen ins Visier. Niemand war sicher. Emma, ich liebe dich. Ich flüsterte diese Worte, ohne meine Augen vom Bildschirm zu nehmen. Verängstigt, Evelyns Aufmerksamkeit zu erregen. Emma drückte einfach meine Hand mit ungewöhnlicher Stärke. Aus dem Augenwinkel heraus sah ich ein paar Tränen auf ihre Tastatur fallen, als sie sich weiter Notizen machte. Ich benutzte meine linke Hand, um ihr ein paar der Tränen wegzuwischen. Und außerdem auch, um welche aus meinen Augenwinkeln zu wischen und tief Luft zu holen. Ich musste eine Möglichkeit finden, uns hier rauszuholen. Ich musste die Regeln dieses sadistischen, perversen Spiels herausfinden. Ich musste Emma retten. Ich schloss meine Augen und versuchte, mich an die Details der Szenerie zu erinnern, auch wenn mein Magen dagegen aufbegehrte. Evelyn hatte wieder eine sehr spezifische Frage gestellt. Und Lucy hatte nicht wie gewohnt reagiert. Als ob sie genau gewusst hätte, worum es ging. Bitte, ich weiß es nicht. Ich dachte, sie hätten alle zugestimmt, ich schwöre. Lucy, sie war schuldig. Sie hatte ihre Schuld zugegeben. Sie hatte verstanden, dass Evelyn sie aus einem Grund heraus ins Visier genommen hatte. Für etwas, das sie in der Vergangenheit getan hatte. Huhu, Kumi, schön, dass du da bist. Das würde bedeuten, dass meine Theorie immer noch Bestand hatte? Evelyns Kriterium für Schuld, könnte auch einfach anderen Mädchen schaden. Egal, welches Geschlecht der Täter hatte. Ich lockte mich wieder in den Chatroom ein, der mit voller Geschwindigkeit lief. Ich musste mehr über Lucys Geschichte erfahren. Ja, mach's dir mal im Lurk gemütlich. Ich entschied, die überwältigende Masse an Nachrichten zu ignorieren, auf dem Bildschirm zu ignorieren, und tippte auf meine Tastatur entgegen meiner zitternden Hände. Weiß einer, wovon Lucy geredet hat? Wer waren diese Menschen, diese Leute, die nicht zugestimmt haben?
Halt's Maul, wir werden alle sterben. Sie war auch eine Sündigerin. Gesteht alle. Wartet. Ach so, da kam nichts. Das wirkte nur wie, als wenn was kam, oder wie? Ja. Tatsächlich war das so. Die Jungs schienen ihren Verstand verloren zu haben. Aber ich hatte das Gefühl, dass seine Sündiger-Theorie irgendwie richtig war. Ich musste nur bestätigen, was es mit Lucy Story auf sich hatte. Es ist nur ein Gerücht, aber ich habe gehört, dass sie Sextapes von einigen Schülern gesammelt und sie auf Porno-Websites verkauft hatte. Ich nehme an, in vielen der Fällen wussten die Mädchen nicht einmal, dass sie gefilmt wurden. Ich habe das aber online nie überprüft. Es ist kein Gerücht, es ist wahr. Sie hat es doch selbst zugegeben. Oh, seid ruhig, das ist alles eine Lüge. Ich bin mir nicht sicher, ob das in Verbindung steht, aber ich habe auch Videos von Lukas auf Porno-Webseiten gesehen. Ebenso. Plus eins. Und nicht nur Lukas, by the way. Es sind auch ein paar andere Jungs von dieser Universität, die auf den Videos Sex mit einer Menge anderen Mädchen hatten. Bedeutete das etwa, Lucy hatte einen Deal mit diesen Typen? Das würde erklären, warum Evelyns Frage sich um Verantwortung drehte. Aber woher sollte sie so etwas wissen? Sie ist eine Hexe! Sie weiß alles! Wir werden alle sterben. Es ist nur eine Frage der Zeit. Meine Theorie schien sich zu bestätigen. Es gab zwei Arten von Opfern. Die Bestraften und die Ungehorsamen. Die Bestraften wurden direkt durch Evelyns Fragen ins Visier genommen. Was es ihr erlaubte, sie für ihre Untaten zu töten. Und sie waren schuldig, dass sie schreckliche Taten begangen haben, vermutlich an Mädchen. Mit anderen Worten, jene, die nichts Böses getan hatten, mussten nichts fürchten im Prinzip. Im Prinzip. Hört auf, mal hier zu klopfen, Nachbarn. Was die Ungehorsam anging, das konnte jeder sein. In dem Moment, in dem man Evelyns Regeln nicht folgte, bekam man eine Zielscheibe auf seinen Kopf. Ich wette, Dan wird sterben. Das Hauptproblem ist, dass wir nicht einmal wissen, was das für Regeln sind. Wahrscheinlich würde es ausreichen, so zu tun, als sei man ein guter Schüler und als befolgte man die Befehle, die sie eingibt. Wahrscheinlich. Ich schüttelte den Kopf. Es gibt zu viele Löcher in meiner, in meinen Mutmaßungen. Zu viele Graubereiche. Aber das ist die einzige Spur, die ich hatte. Wenn das Leben retten konnte, dann musste ich das jedem erzählen. Emma, lock dich in den lokalen Chatroom. Emma sah mich an, ohne zu antworten, und schien verwirrt. Der lokale Netzwerkchat. Ich denke, ich weiß, wie sie ihre Opfer wählt. Ein kleines Licht der Hoffnung leuchtete in ihren großen, von Tränen verschmierten Augen auf. Bist du dir sicher? Ich werde alles im Chat erklären. Log dich einfach ein. Emma sah besorgt zu Evelyn, die uns den Rücken zugedreht hatte und etwas an die Tafel schrieb. Eigentlich bin ich schon eingeloggt. Ich sah sie überrascht an. Ich dachte, sie hätte sich vollständig auf den Unterricht konzentriert. Ich lächelte sie schwach an und nickte. Entgegen meinem zitternden Körper begann ich auf meiner Tastatur mit stetiger Geschwindigkeit zu tippen. Hör zu.
Ich glaube nicht, dass sie einfach, Opfer auswählt. Fick dich. Matt hat es nicht verdient zu sterben, nicht so. Lukas, Matt, jetzt Lucy. Jedes Mal, wenn sie eine Frage stellt, dann weiß sie, dass ihre Opfer etwas moralisches Falsches gemacht haben. Genau. Sie hat es nur auf die Sündigen abgesehen. Ja, du hast, jetzt habe ich schon wieder vergessen, was Kondit heißt. Och, Menü. Ich bin manchmal echt ein bisschen Panne. Kondimnet. Du hast uns alle verurteilt, du Arschloch. Nee, ihr Arschlöcher. Was willst du sagen, Kuya? Willst du damit sagen, dass du mit den anderen kranken Typen hier, dass du dem anderen kranken Typen hier zustimmst? Ja, es ist ein bisschen komplizierter. Grundlegend tötet Evelyn nur Leute, von denen sie denkt, dass sie etwas Schreckliches getan haben. Sie stellt ihnen eine Frage mit keinen guten Antworten und dann tötet sie diese. Und Alicia? Sie hat sie getötet, während sie auf dem kotzend auf dem Boden gelegen hat. Das war, weil das galt. Das liegt daran, weil zusätzlich zu ihren sadistischen Gerechtigkeit Evelyn alle tötet, die ihren Regeln nicht folgen. Wie zum Beispiel jenen, die bei der Tür stehen, entgegen ihrer Drohung. Bist du auf ihrer Seite oder was? Es ist doch deren Schuld, dass sie von dieser verrückten Schlampe getötet wurden. Sie waren vor Angst paralysiert. Nee, warte, das war eine Frage. Ist es denn deren Schuld, dass sie von der verrückten Schlampe getötet wurden? Fragezeichen. Er ist ganz sicher auf ihrer Seite. Was sind denn das für shitty Rules? Wenn keiner sie kennt, dann bedeutet das, dass sie einfach blind tötet. Das ist eine dämliche Ausrede, um uns alle wie Schweine zu töten. Das macht keinen Sinn. Sie tötet einfach nur aus Spaß. Sie ist eine Hexe. Sie möchte uns einfach opfern, um einen antiken Dämon auf die Erde zu rufen. Verdammt. Ich habe die Schwierigkeit, Ideen auf online zu teilen, echt unterschätzt. Niemand hört mir wirklich zu. Eine sehr leichte Berührung auf meinen Rücken ließ mich fast überrascht aufschreien. Ich sah mich um und sah Jessica, Dan und Wes auf den Sitzen direkt hinter mir. Hey, sie ist gar nicht so dumm. Deine Theorie. Jessica war vorsichtig, dass sie nicht zu laut sprach. Entgegen der relativen Distanz zwischen uns und der Wand und Evelyn konnte niemand sagen, wie viel sie wirklich hören konnte. Was macht ihr denn hier? Seid ihr verrückt? Warum habt ihr euch von euren Plätzen wegbewegt? Es ist okay. Sie konzentriert sich aufs Schreiben. Schau nur. Ich wandte mich schnell zu Evelyn und sah mit einer Erleichterung, dass sie immer noch zur Tafel gewandt war und Soziologie-Konzepte, die mir vollkommen unvertraut waren, niederschrieb. Scheint, als wenn sie uns nicht hören kann. Sollte alles gut laufen. Emma beteiligte sich an der Diskussion. Kuya, ich denke, deine Theorie ergibt Sinn, aber... Ja, sie ist nicht dumm. Aber wir wissen immer noch nicht, wie wir aus der Scheiße rauskommen. Mehr Geflüster bekam unsere Aufmerksamkeit. Kuya, bist du dir sicher mit deiner Theorie? Wie erklärst du dann, dass diese Hexe Rose verschont hat? Sie war mit den anderen nahe der Tür. Ich blickte die Zwillinge, die sich ebenfalls näher bewegt hatten und fast an Emma klebten. Rose? Das ist doch diejenige, die auf dem Boden zusammengebrochen ist. Die Zwillinge nickten fast in perfekter Harmonie.
Deswegen sagte ich, es gibt da noch ein paar Details, die ich noch nicht verstehe und so. Ich sah wieder zu Evelyn aus Angst, dass sie, wieder verängstigt zu Evelyn. Sie schrieb aber weiter ihre stumpfe Lektüre an die Tafel und schien von unserem Geflüster nicht beeindruckt. Ich versuchte mich an die Szene zu erinnern, Rose. Aber es passt zu dem, was Kuya sagt. Rose ist ohnmächtig geworden. Sie konnte die Regeln nicht brechen. Was zum Teufel redest du da? Die Hexe. Sie bat jeden, sich hinzusetzen. Das war die Regel. Geht zurück zu euren Plätzen. Bedeutet das, wir sind in Gefahr, weil wir die Plätze gewechselt haben? Ich glaube nicht. Seit die Morde begannen, habe ich dreimal meinen Sitzplatz gewechselt und ich bin immer noch nicht ins Visier geraten. Solange wir auf den Plätzen bleiben, denke ich, dass sie zufrieden ist. Warum hast du deinen Platz dreimal gewechselt? Jessica sah zu Dan, als ob sie mit einem dummen Kind reden würde. Damit ich euch näher kommen kann, damit wir uns einen Plan ausdenken können, du Idiot. Aber um mal zurück zu Rose zu kommen, das passt nicht. Sie hat Alicia getötet, die sich übergeben hat. Sie konnte doch auch nicht zurück zu ihrem Platz. Die Szenerie kam mir plötzlich wieder zurück in den Sinn. Die Regeln sind so simpel. Irgendwas stimmt daran nicht. Oh! Katze! Ist schon wieder... Katze! Junge! Entschuldigung. Katze hat schon wieder irgendwie Dinger getan. Ich glaube nicht, dass die Regeln zu simpel sind. Ich glaube, sie sind tatsächlich so simpel, weil man sich einfach denkt, das ist zu einfach. Ich denke, die Regel ist einfach nur, sitz am Platz, mach Notizen, beantworte Fragen oder so. Weil, wir müssen bedenken, sie hat auch am Anfang Emma eine Frage gestellt, bevor das Morden begann. Und Emma hat die Frage richtig beantwortet. Das heißt, sie hat Emma vielleicht jetzt nicht unbedingt bewusst ins Visier genommen. Keine Ahnung. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die Regeln vielleicht zu leicht sind. Ich glaube eher, dass sie tatsächlich passend sind für die Situation. Sei ein guter Schüler, genau. Sei ein guter Schüler. Das ist die Regel. Das, was halt Kuya ja gesagt hat, ne? Ja, mir kam plötzlich die Szene wieder in den Sinn. Armes Ding, sie ist zusammengebrochen. Was für eine Lehrerin wäre ich denn, wenn ich eine Schülerin bestrafe, die ohnmächtig ist? Was sie angeht, es tut mir leid. Aber im Unterricht zu essen ist nicht erlaubt. Das macht den Raum nur schmutzig. Und die gekotzt hat, die hat sie gemerkt, dass sie im Unterricht gegessen hat. Und die Regel ist, ist nicht im Unterricht. Die Regel. Die Regel ist, sich im Unterricht zu benehmen. Erinnert ihr euch? Sie sagte, sie könnte doch jemanden mit, der zusammengebrochen ist. Ich glaube, Anemia, Anemia ist nicht zusammengebrochen. Wartet. Blutarmut, also mit Anämie. Sie sagte, sie könnte niemanden mit Anämie bestrafen. Sie konnte Rose nicht töten. Mann, das wird immer spannender. Sie verschont jemanden, der Blutarmut hat, aber sie bestraft jemanden, der seinen Magen nicht unter Kontrolle hat, wenn man einer Leiche entgegenblickt? Das ist kompletter Bullshit. Sie hat es klar und deutlich gesagt. Essen im Unterricht ist nicht erlaubt. Selbst wenn sie sehr wohl wusste, dass Alicia wegen der Situation sich übergeben hat und nicht wegen ihres Frühstücks. Ihre Begründung ist ziemlich krank, das ist sicher. Aber seitdem...
Da gab es doch noch eine Menge anderer Schüler, die sich übergeben hatten und noch am Leben sind. Jessica fixierte Emma mit eisigem Blick. Sie waren an ihrem Platz. Was die Hauptregel ist, geht zurück auf euren Platz. Das ist komplett verdreht. Wenn sie sich übergeben hat, dann konnte sie nicht zu ihrem Platz. Ja. Das zeigt nur, wie sadistisch sie ist. Wenn du deine Kotze nicht drinne halten kannst, dann hättest du nicht zur Tür gehen sollen. Aber Rose ist zusammengebrochen. Gegeben deiner Vermutungen, hätte sie doch auch bei ihrem Platz bleiben können. Wenn sie wusste, dass sie es nicht erträgt. Ich rieb mir die Schläfen. Ich weiß nicht. Vielleicht sieht sie Blutarmut ja irgendwie in Beziehung zur schlechten Gesundheit. Als etwas, das wir uns nicht aussuchen. Du suchst es dir auch nicht auszukotzen. Vielleicht ist es nicht so sehr ein Grund von... Oh Gott, ich... Ja, es wird spannend, aber ich kann kein Englisch mehr. Das ist gut. Das ist gut. Vielleicht ist es nicht so sehr eine Frage von Leid, sondern von Konsequenz. Wenn man sich übergibt, ist man ja immer noch bei Bewusstsein. Selbst wenn es sehr schwer ist, sich zu bewegen. Sie will niemanden umbringen, der seinen Tod nicht kommen sehen kann. Sie ist die schlimmste Sadistin. Sie besteht darauf, dass man den Regeln folgt, die sonst ein Lehrer aufstellt. Ein Lehrer? Du dachtest, sie ist eine Lehrerin? Sie ist nicht hier, um uns irgendwas beizubringen. Sie ist hier, um uns zu töten. Das wissen wir bereits. Kuyas Theorie ist, dass sie Lehrer spielt, um uns kalt zu erwischen. Um uns kalt zu erwischen bei einfachen Regeln des Verhaltens, die jeder kennen sollte. Aber sie hat noch eine viel morbidere und unnatürlichere Situation hinzugefügt. Auf diese Art und Weise geht sie sicher, dass jeder einen Fehler macht. Das ist ekelhaft und sadistisch, aber es scheint zu ihrer Persönlichkeit zu passen. Genau. Schaut. Ich weiß nicht, woher ihre übernatürlichen Kräfte kommen. Noch weiß ich, warum wir in diesen Albtraum gefangen sind. Jedoch, ich habe den Eindruck, dass sie versucht, bestimmte Schüler mit schuldigen Verhaltenseigenschaften zu bestrafen. Dan erhebt seine Stimme leicht entgegen dem Risiko. Was meinst du genau? Sie spielt Rächerin? Das ist deine Theorie? Also, all diejenigen, die nicht perfekt sind, müssen sterben? Jungs oder Mädchen, wie es scheint. Mir ist es egal. Willst du damit sagen, ich verdiene es zu sterben? Emma dreht sich zu Evelyn und sieht sehr besorgt aus. Dan, ich bitte dich, bleib ruhig. Dan, wir machen nicht die Regeln. Ich habe nur das Gefühl, dass wir... Ich soll mein Leben auf deine scheiß Theorie verwetten? Willst du mir das sagen? Und du bist sicher, weil du ein netter kleiner Freund eines netten kleinen Mädchens bist? Pick dich, Kuya! Hi, Game Night! Jessica schlägt ihn auf den Hinterkopf. Wir haben dir gesagt, du sollst ruhig sein.
Und hör auf, auszuflippen! Wir sitzen im selben Boot! Dan schaut Jessica mörderisch an, aber bekommt wieder Fassung. Wir versuchen herauszufinden, was das Motiv der Hexe ist, um so vielleicht Leben zu retten, nicht mehr! Dan sieht nicht überzeugt aus. Ja, um eure Leben zu retten. Warte. Warum bist du so überzeugt, dass Evelyn es auf dich abgesehen hat? Sag mir nicht, du hast ein Mädchen vergewaltigt. Dan wendet sich mir böse zu. Jetzt wird es ja spannend, da komme ich ja richtig... Ich finde das cool, wie ihr alle hier sagt, das ist spannend. Echt mal cool, das gefällt mir. Natürlich nicht. Ich bin doch kein Freak. Jessica hebt ihre Augenbrauen. Ich bin ein normaler Junge. Ich vergewaltige keine Mädchen. Ich habe Prinzipien. Schön für dich. Aber dann... Warum fühlst du dich so bedroht? Wenn sie wirklich Rache sucht für jene, die Mädchen verletzt haben in der Vergangenheit, dann... Dan hält inne und starrt ins Leere. Ich habe niemals etwas Verrücktes getan, sowas wie Vergewaltigung oder sowas. Aber ich bin ja nicht gerade der monogame Typ, wisst ihr? Ihr kennt mich. Also, ich hatte was mit vielen Mädchen. In einer Beziehung, als Single. Das war mir egal. Ich habe wahrscheinlich eine Menge von Beziehungsenden verursacht. Und manchmal auch für Paare, die es ziemlich ernst meinten. Nicht so ernst, wenn man bedenkt, dass diese Mädchen immer noch gewillt waren, mit einem Typen wie dir zu schlafen. Ich sag ja nicht, dass ich super stolz drauf bin. Aber es ist ja nicht gegen das Gesetz. Und ich bin ja vielleicht auch nicht der Einzige, der schuld daran ist. Für Betrug braucht es zwei, nicht wahr? Stimmt. Ich hoffe nicht, dass gleich der Nächste stirbt. Wir sind schon maximalst reduziert. Ich bin fast schon überrascht, dass du das weißt. Emma sieht mich an mit einem besorgten Gesichtsausdruck. Ich nehme ihre Hand, um sie zu beruhigen. Niemals würde ich sie betrügen. Nun... wenn wir alle diesen Albtraum überstehen. Das macht aus mir immer noch einen Typen mit englischen Verhalten und so. Mit im Kopf weiß ich, was es heißt. Aber das macht mich immer noch zu einem Typen mit verwerflichen Verhalten. Jo, macht's in der Tat. Nenn es Moral, Wert oder so. Wenn es zu ihren Regeln passt, dann bin ich verdammt. Sie wird mich ausbluten lassen dafür. Auf der anderen Seite, wenn du wirklich so einen Schmutz abgezogen hast... Emma starrt Chloe an. Sag sowas nicht. Niemand verdient es, dafür zu sterben. Oh, warte. Hat unsere cute kleine Emma etwa mit Dan geschlafen? Weil sie ist auch ganz schön verängstigt, ne? Also Jackie Boy hat das ja schon festgestellt. Und vielleicht weiß Jessica es und ist deswegen so pisst auf Emma. Vielleicht steht Jessica auf uns. Da tun sich Abgründe auf. Jessica sah zu Chloe so kalt, wie ich es noch nie gesehen hatte. Du bist eine Profi-Todesstrafe, nicht wahr? Böse Jungs vor deinen Augen sterben zu sehen, macht dich glücklich? Gibt es dir ein besseres Gefühl bei deinem eigenen kleinen Leben? Tricky Girl Dan.
Der dreckige, dreckige Dan. Ich sollte mir nochmal einen Tee holen, weil dieses Geflüster geht mir so ein bisschen auf die Stimme. Chloe sah zum Boden, aber Zoe eilte ihr sofort zur Hilfe. Zur Rettung. Die Zwillinge waren sich immer schon sehr nah und unterstützten einander. Ich glaube, wir haben einen Kandidaten, der Robert das Zeitliche segnet. Das meinte sie nicht. Niemand will, dass Dan stirbt, aber wenn Kuyas Theorie richtig ist, dann ist das doch ziemlich... dann ist das doch ziemlich sicher, oder? Das bedeutet, dass es wirklich Hoffnung für einige Schüler gibt. Die guten Schüler, was? Abschaum wie ich kann ja schnell so schnell wie möglich verrecken, um euch hier rauszuholen. Nein, das ist es nicht. Das ist es nicht, was ihr meint, ha? Wie wäre es, wenn ihr stattdessen das Maul haltet? Was meint ihr? Dan, beruhige dich! Sofort! Die Hexe nimmt nur Leute ins Visier, die etwas wirklich Schreckliches getan haben. Niemand kann sagen, ob sie wirklich kleinere Sünden wie Betrug an jemanden ins Visier nimmt. Wenn, dann ist wahrscheinlich jeder hier in der Todesreihe, nicht nur du. Dens Schale begann zu zerbröseln. Und ich begann Zeichen der Angst auf seinem Gesicht zu sehen. Angst, dass er der Nächste ist. Ich legte meine Hand auf seinen Arm. Ich hatte nichts, was ich ihm anbieten konnte, außer meiner Empathie und meiner Angst. Jessica hat recht. Wenn sie wegen jedes kleinen Fehlers anfängt zu töten, dann sind wir alle verdammt. Niemand ist perfekt. Sie hat das selbst gesagt. Nobody is perfect. Sichtbar am Rand der Tränen sah Dan mich an und schüttelte den Kopf. Okay. Zurück zum Hauptthema. Wie können wir diese Theorie benutzen, um hier rauszukommen? Ja, wir müssen ein Schlupfloch in den Regeln finden. Es muss doch eins geben. Ich behielt meine Angst für mich, dass jedes mögliche Schlupfloch, wenn es eins gab, wissentlich von Evelyn zurückgelassen wurde, um uns gefangen, also um uns festzusetzen. Um uns zu töten. Und jede Spur der Hoffnung, uns grausam wegzunehmen. Wes sprach. Ich hatte vergessen, dass er da war. Was, wenn jemand Reines versuchen würde, die Tür zu öffnen? Jessica starrte ihn an. Hast du dich zugehört? Jeder, der den Regeln nicht folgt, wird auch getötet. Rein oder nicht? Wes schüttelte den Kopf. Ein ungewöhnlicher, ernster Ausdruck lag auf seinem Gesicht. Nein! Das widerspricht Kuyas Theorie. Seine Theorie ist, dass Evelyn nur unreine Schüler ins Visier nimmt, denen sie Fragen stellt, was auch bisher wahr war. So was. Die anderen hatten nichts getan. Das wissen wir nicht. Du hast es selbst gesagt. Niemand ist perfekt. Vielleicht hatten alle die, die bisher gestorben sind, Dreck am Stecken. Einschließlich des Typen, der versucht hat, die Tür zu öffnen. Und vielleicht ist das der Grund, warum er bei lebendigem Leib verbrannt ist. Weil er selbst ein Sündiger war. Ich unterdrückte einen schmerzhaften Schauder. Danke fürs Abo, Kumi! Tomo arigato gozaimasu! Lebendig verbrannt. Das ist wahrscheinlich die schlimmste Art eines Todes.
Deine Theorie basiert auf ungetesteten Annahmen. Genau wie Kuyas. Wenn du recht hast, dann sind wir alle des Todes, weil niemand von uns perfekt ist. Wir alle. So haben wir doch nichts zu verlieren, wenn wir es versuchen. Einschließlich meiner Theorie. Dan startet zu Wes mit einem flehenden Ausdruck von jemandem, der gewillt war, alles zu tun, um zu überleben. Wes, was schlägst du vor? Es ist einfach. Ich denke, es gibt reine und unreine Schüler nach Evelyns Standards. Die Reinen sind nicht dazu bestimmt zu sterben, während die anderen definitiv verdammt sind. Und als Ergebnis müssen wir einfach jemanden schicken, der rein genug ist, um die Tür zu öffnen. Die Hexe wird ihn nicht töten. Und wir alle werden einen Fluchtweg haben. Und dann, während sie beschäftigt ist, den nächsten Unrein auf ihrer Liste zu töten, können wir versuchen, alle zusammen zu fliehen. Die haben doch alle gesündigt, wahrscheinlich. Wobei, wenn man das jetzt so mal sieht, das Szenario... sie hat den Protagonisten angeschaut und ihn Handsome genannt. So hatte sie bisher keinen anderen genannt. Also irgendwie war da, ich will jetzt nicht sagen, da war was special, aber ich glaube, dieser Reine, der nicht sterben sollte, ist vielleicht tatsächlich der Protagonist, also der Spieler. Da es reine Menschen in der Menge gibt, wird sie nicht in der Lage sein, einfach so zu töten. Was auch die Möglichkeit offen hält, dass einige Unreine lebendig hier rauskommen. Ja. Ja, das ist nicht so dumm. Es ist so, wie er sagte. Wir haben doch nichts zu verlieren. Mit deiner dummen Idee werden wir alle sicherlich sterben. Diese Theorie ist noch viel fiktiver als meine. Ein reines Delirium mit kindischer Naivität. Als ob der Schlüssel unseres Überlebens auf so etwas Einsames beruhen, auf so etwas Einfaches beruhen könnte. Also schwarz und weiß. Dennoch, es war verführerisch, sich an diesen kleinen Funken Hoffnung zu klammern. Egal, wie illusionsreich oder unglaublich es war. Was antworten wir? Ich meine, ihre Regeln sind ja eigentlich auch einfach, ne? Mach, was der Unterricht sagt und du kommst davon. Die Frage ist... Ja, wir wissen nicht, ob die anderen vielleicht doch gesündigt haben und dann verbrannt sind, ne? Ich meine, die eine hat im Unterricht gegessen, das zählt vielleicht schon als Sünde. Nein, sein Plan ergibt keinen Sinn. Ich finde, sein Plan ergibt keinen Sinn. Ich seufzte frustriert. Wenn Dan überzeugt ist, dann bedeutet es, dass der Plan ein Kindergärtner wert ist. Mit anderen Worten... Etwas, was man nicht tun sollte. Ich sah schnell zu Jessicas Gesicht und sie schien meine Meinung zu teilen. Beruhig dich, Dan. Es gibt nur ein Problem mit diesem brillanten Plan von euch. Jessica sah mit ihren wunderschönen Augen zu Wes, der sofort blinzelte. Diese... Reine Person, die Tür öffnen soll, um deine Theorie zu testen. Redest du von dir selbst? Nein. Ich häng doch bei Dan ab. Ich stehe wahrscheinlich auf der unreinen Seite. Du willst also jemanden anderes bestimmen, um ihn ins Schlachthaus zu führen? Wes starrt zu Zoe, das ist gut heute. Ich kann einfach nicht die Stimme halten. Intimidation. Mit einem eingeschüchterten Blick.
Wir haben nur eine Chance, diesen Plan zu probieren. Ja, dann denkt nach, Leute. Wir müssen definitiv den die schuldloseste, reinste Person wählen. Jemanden, der die beste Chance hat, nicht von der Hexe ins Visier genommen zu werden. Eine ernste, freundliche, gemochte Person, die keinen Verdacht erregt. Wes sah zu Emma. Ja. Mir explodierte fast der Kopf. Du kleiner Scheißer. Du willst Emma opfern, um dein eigenes Scheißleben zu retten? Bleib ruhig, du Idiot! Emma behielt ihre Augen bei Wes und sah versteinert aus. Wes, wir sind verrückt, wir können doch nicht. Lieber sehe ich uns alle sterben in großer Qual, als Emma auf Basis deiner komplett beschissenen Annahme zu opfern. Wes, du Feigling. Warum machst du es nicht selber? Ich habe euch doch gesagt. Wir müssen jemanden wählen, der so rein wie möglich ist. Wir haben nur diese eine Chance. Emma, ich weiß, ich verlange viel von dir. Aber du passt in das Bild. Fick dich! Emma unterbricht mich, indem sie ihre Hand auf meinen Mund legt. Kuya, stopp! Du wirst uns alle umbringen, bitte! Ich musste alle meine Kräfte zusammenrufen, damit ich Haltung bewahren konnte. Niemals lass ich zu, dass wir Emma opfern. Du willst lieber, dass wir alle sterben, als uns eine kleine Chance des Überlebens zu gewähren? Ich war da kurz da, ich war kurz dran, diesen kleinen Idioten den Nacken zu brechen, als Emma ihre Hand auf meinen Arm legte und mich flehend ansah. Ich schloss meinen Mund mit einem lauten Seufzen. Fass Emma nicht an. Nicht einen einzigen Finger. Eine lange Stille kam auf. Der einzige Klang, den ich hörte, war Evelyns entfernte Stimme, die immer noch ihren Unterricht fortsetzte, und das mechanische Geräusch von Computertastaturen um uns herum. Und schließlich die Augen auf Jessica, die immer noch mit einem finsteren Blick zu Emma starrte, wie gewohnt. Wenn sie es wagt. Ich denke, das ist ein Scheißplan. Er ist viel zu riskant. Und er hat keine Grundlage als Fakt. Emma seufzte. Ein bisschen Erleichterung zeigte sich auf ihrem Gesicht. Obwohl ich niemals sowas zulassen würde. Es war einfacher, wenn Wes vollkommen isoliert blieb. Dieser dreckige Bastard. Gemäß Kuyas Theorie haben wir noch etwas Zeit, bevor wir getötet werden. Gegeben dem, dass wir die Regeln nicht brechen, also den Regeln folgen. Und Zeit, die wir nutzen können, um ein Schlupfloch zu finden. Dem stimme ich zu. Ja, du hast recht. Emma seufzt wieder. Irgendjemand? Hat jemand eine Spur? Eine Handvoll Schüler vor uns treten sich um, nachdem sie merkten, dass Evelyn immer noch an die Tafel schrieb. Hey, Kuya, du weißt, wie wir von hier fliehen können? Bitte, ich gebe dir alles, was du willst. Ich möchte einfach nur lebend hier rauskommen. Und Jessica sah sie sehr abschätzig an. Ihr Idioten, habt ihr zugehört? Wir suchen noch. Du sagtest, du hast eine Theorie, Kuya. Ja, aber eine Theorie, um ein bisschen länger zu überleben, das ist alles.
bis wir herausgefunden haben, wie wir hier herauskommen. Jessica nickte zustimmend den Kopf. Ich bin reich. Mein Vater kann dir alles geben. Hol mich hier einfach raus. Hast du nicht aufgepasst? Wir wissen noch nichts. Emma, du bist ein super nettes Mädchen. Bitte, ich tue alles, was du willst. Die Zwillinge seufzten beide. Ich hoffe, dieses Rumgeflüster ist für euch gut hörbar, weil ich weiß es nicht. Also ich hoffe wirklich, es ist gut hörbar. Meine Stimme bringt es gleich um. Ich hoffe, die hören bald auf. Ich hoffe, sie hören so bald auf zu flüstern. Es nervt langsam. Diese Typen sind verrückt. Loser halt. Das erklärt auch die Nachrichten im Chat. Es muss eine Möglichkeit geben zu fliehen. Wenn es Regeln gibt, dann gibt es Schlupflöcher. Die wahre Frage war, wenn Evelyn sich Regeln ausgedacht hatte, um uns zu quälen, warum sollte sie uns dann die Möglichkeit lassen, Schlupflöcher zu finden? Könnten wir vielleicht eine der seltsamen Waffen nutzen, die sie beschworen hat? Ich bin mir ziemlich sicher, sie... Wenn ihr Zeit habt zu reden, dann bedeutet das, dass ihr bereits alles über diesen Unterricht wisst. Unsere gesamte kleine Gruppe fror sofort ein. Du da, vor dem gut aussehenden Jungen. Hast du etwas gesagt? Ist es, weil du gelangweilt bist? Nein, ganz und gar nicht. Der sehr reiche Junge, also die Stimme des sehr reichen Jungen zitterte. Er weinte zwischen den Worten. Ich hab nur... Es ist wahrscheinlich viel interessanter als dieser Unterricht. Würdest du bitte mit der ganzen Klasse teilen, was du gesagt hast? Kalter Schweiß floss über meine Brust. Mein Hals verengte sich und jeder Atemzug wurde schwieriger. Ich hätte es sein können. Ich war 3 Fuß von ihm entfernt. Sie hätte mich befragen können. Aber er ist derjenige, der verdammt ist. Er war der Letzte, der gesprochen hat. Der Letzte, der die Regeln gebrochen hat. Mit einem Schrei stand der Schüler vor mir auf und rannte mit voller Geschwindigkeit gegen die großen Glasfenster auf der Rückseite des Zimmers. Das synchronisiere ich nicht. Ungläubig beobachtete ich die Szenerie. Evelyn stand bewegungslos neben der Tafel, ein zahnreiches Lächeln auf ihren Lippen. Was hatte sie vor? Der Schüler warf sich mit gesamtem Gewicht gegen eines der großen Fenster und hoffte, es zu zerbrechen. Ich konnte nicht anders, als mir mit ganzem Herzen zu wünschen, dass er Erfolg hatte. Wenn er es hätte... Hätte Evelyn dann Zeit, uns alle zu töten? Wären wir in der Lage gewesen, aus dem Unterricht zu schleichen? Oder um nach Hilfe zu rufen? Ein neues Aufblitzen von Licht blendete mich einen Moment und verschwand so plötzlich, wie es gekommen war. Meine Augen öffneten sich langsam, aber der lange, schmerzerfüllte Groll, den ich hörte, ließ kein Zweifel, wie dieser Fluchtversuch ausgegangen war. Den Schrei möchte ich gerne synchronisieren. Nein! Ich synchronisiere keine Schreie. Eine weitere Vision des Horrors erwartete mich. Der Schüler, der versucht hatte zu fliehen, lag wenige Meter entfernt auf dem Boden.
durchbohrt von einer Wand lilafarbene, dornigen Ranken, die sich über die Fenster, über die großen Fenster ranken. Sehr schnell verstummte sein Aufbegehren und sein lebloser Körper hielt inne. Genauso wie die Ranken, die nun eingefroren schienen. Auf der anderen Seite des Fensters, durch ein paar Lücken, die von den dornigen Ranken geblieben waren, konnte ich den hellen blauen Himmel sehen, als ob er uns grausam an unsere Gefangenschaft erinnern wollte. Denn, das fatale Ergebnis, welches nicht länger Zweifel überließ. Im Zimmer war es perfekt still. Man war sich bewusst, dass der kleinste Laut durch Evelyn bestraft wurde. Es gab keine Alternativen für dieses tödliche kleine Spiel. Wir mussten den Regeln folgen. Der einzige Weg, um zu überleben, war es, dadurch zu kommen. Neben mir saß Emma aufrecht in ihrem Stuhl, die Augen geschlossen. Es war wahrscheinlich weiser, wenn man bedachte, dass eine weitere Leiche den Geist nur noch mehr ermutigen konnte, dem Wahnsinn zu verfallen. Und wenn wir eine Chance zum Überleben wollten, dann mussten wir bei Verstand bleiben. Wie unhöflich. Ihr könnt so viel reden, wie ihr wollt, nachdem der Unterricht vorbei ist. Ein neues Gefühl von Unwohlsein kam über mich. Ich hatte das Gefühl, dass Evelyn mich mit einem sadistischen Lächeln ansah. Ihre Augen. Dieser unirdene Glanz tanzte in den Tiefen ihrer Augen. Konnte das Wahnsinn sein? Grausamkeit? Sadismus? Oder einfach nur Spaß? Mit einer großen theatralischen Geste wandte sich Evelyn wieder der Tafel zu und begann erneut zu schreiben, als wäre nichts passiert. Ihr Medaillon leuchtete mit Magie auf und tanzte an ihrer Brust, als sie sich bewegte. Ein Zeuge dessen, was sie zu fähig war. Tief in mir. Tief in mir hatte eine kleine Stimme geflüstert, dass wir jetzt nicht mehr fliehen konnten. Wir waren verdammt. Ich weiß nicht, wie lange das Spiel geht, ehrlich gesagt. Okay. Nun, das waren die Grundlagen der Mikrosoziologie. Evelyn ging zurück und setzte sich auf ihren Tisch und sah zufrieden aus. Hinter ihr war die Tafel schwarz mit Worten, die wahrscheinlich mit Soziologie in Verbindung standen. Aber ich war nicht in der Lage, mich darauf zu konzentrieren. Mein Blick war auf Evelyns Lächeln fixiert. Vor weniger als einer Stunde hätte ich gedacht, dass dies das wunderschönste Lächeln war, das ich jemals gesehen hatte. Erfüllte es mich mit dumpfer Angst jedes Mal, wenn ich es sah. Was für eine neue Qual hatte sie sich ausgedacht. Der letzte der Schüler, der sich Notizen gemacht hatte, hielt schließlich inne und die Stille kam. Okay, wir sind nun mit diesem Kapitel fertig. Ich denke, es ist Zeit für ein paar Fragen. Zeit für ein paar Fragen. Diese endlose Phrase verfolgte uns. Die ist noch nicht.
nicht fertig mit den Bestrafungen. Hinter mir konnte ich hören, wie Dans Schweiß auf den Tisch tropfte. Wie viele Leute würde sie noch töten, bevor sie uns rausließ? Hatte sie wirklich vor, die gesamte Schülerschaft Stück für Stück unter dem Mantel von Niemand ist perfekt umzubringen? Emma sah mich schnell ermutigend an mit einer deutlichen Nachricht. Alles wird gut. Seltsam. Mein Paniklevel fing an zu sinken, seit ich meine Theorie bestätigt hatte. Ich hatte so viele Sünden begangen, deren ich in der Vergangenheit schuldig war, aber nichts stach hervor. Und sagen wir einfach, solange Menschen wie Dan und Jessica noch am Leben war, musste ich nichts fürchten. Nicht ich, nicht Emma, nicht einmal die Zwillinge. Wenn meine Theorie richtig war, dann waren Dan und Jessica fast schon eine Form von Lebensversicherung. Ich war sicher. Für den Moment. Ich schüttelte meinen Kopf. Und schlug mir leicht die Schläfen an. Also schlug mich leicht an den Schläfen. Ich sollte mir es nicht zugestehen, so etwas zu denken. Dan und Jessica verdienten es nicht zu sterben. Egal, was die Umstände waren. Ich musste diesen Todhandelzynismus widerstehen, der versuchte, meinen Geist einzunehmen. Der Fakt, dass Dan und Jessica noch am Leben war, ist nicht beruhigend. Es ist einfach normal. Und es muss auch so bleiben. Bis wir einen Weg hier rausfinden. Einen Weg aus diesem Albtraum. Ich sah schnell durch den Raum und suchte nach Evelyns nächsten potenziellen Opfer. Ich sah eine kleine Gruppe von drei Schülern, die am ganzen Körper zitterten. Ich konnte mich nicht an ihre Namen erinnern, aber sie waren die Art von Typen, die immer in jeder Situation die Bad Boys spielen. Sie hatten wahrscheinlich bemerkt, dass sie wegen irgendwelcher zwielichtigen Sachen schuldig waren. Weswegen ihre Panik auch so offensichtlich war. Sie waren verdammt. Evelyn lief langsam die Haupttreppe entlang wie eine Herzogin. Wie eine Hoheit. Eine Hoheit, die das Recht hatte, Leben und Tod über jeden Einzelnen von uns zu bringen. Genau wie in der alten Zeit. Erinnert euch daran, Mikrosoziologie basiert auf zwei fundamentalen Säulen. Soziale Interaktion und Kommunikation zwischen Individuen. Wir haben bereits über soziale Interaktion gesprochen, also wie wäre es mit Fragen zur Kommunikation? Ihr böswilliges Lächeln weitete sich. Gibt es Freiwillige? Ich zwang mich dazu, sie direkt anzusehen. Hatte Angst, ihren Blick zu treffen. Klar. Hexe. Tu deine kleinen gewöhnlichen sadistischen Tricks. Wir wissen verdammt gut, dass du auf die Person zugehen würdest, die du schon im Kopf hast. Niemand? Oh, na schön. Dann muss ich wohl wieder jemanden aussuchen. Evelyn kam langsam unserer Reihe näher. Ich hoffe, sie nimmt nicht Dan ins Visier.
habe seit dem Unterricht nichts mehr von dir gehört. Was für eine Schande. Du scheinst so ein guter Schüler zu sein. Mein gesamter Körper fror sofort ein. Niemals. Das kann nicht sein. Es kostete mich all meine Stärke, meinen Willen, meinen Kopf in Evelyns Richtung zu drehen. Sie stand mit einer Hand am Tisch und sah zu. Wie war noch gleich dein Name? Emma? Vollkommen unmöglich. Emma saß steif an ihrem Platz. Ihre Augen weiteten sich und fokussierten sich auf Evelyn. Sie schaffte es kaum, in Zustimmung zu nicken. Mal sehen. Das ist eine einfache Frage für jemanden wie dich. Oh Gott, das ist wieder so ein schweres Wort. Ich sterbe hier nur wegen der schwierigen Wörter, nicht wegen des Spiels. Ja, das wollen wir nur festhalten. Aber wir haben es vorausgesehen. Ich war am Rande eines Zusammenbruchs, also eines Schlaganfalls. Wir haben es kommen sehen. Wir sind gut. Blut jagte mir durch den Kopf, so schnell, dass ich meine Augen auf ganz natürliche Weise schlossen. Nur Evelyns neckendes Gesicht wollte nicht verschwinden. Wie ein unauslöschlicher Fleck auf meiner Retina. Emma. Meine Emma. Verdammt. Das ist unmöglich! Gibt es einen Platz für Ehrlichkeit in einer Beziehung? Mit anderen Worten, sollten wir einander alles erzählen? Ich öffnete meinen Mund, um zu schreien. Aber nur ein heißeres Grummeln kam heraus. Evelyn drehte sich zu mir, ein Finger auf ihren Lippen. Ta, ta, ta. Nicht schummeln. Du solltest warten, bis du an der Reihe bist, um zu antworten. Ihre Augen beschworen ein blaues, böses Licht. Für einen Augenblick konnte ich ein stärkeres Flackern tief in ihren Pupillen sehen. Und ich hatte das Gefühl, dass etwas mich im Inneren erstickte. Etwas. Ich kann nicht atmen. Ich hielt meine Hände an meinen Nacken. Etwas hielt mich mit magischer Kraft auf meinen Sitz. Wahrscheinlich getriggert von Evelyns Fluch. Emma wandte sich mir in Panik zu. Hör auf! Ich flehe dich an! Evelyn starrte zu Emma, ein großes Lächeln auf ihrem Gesicht. Ein weiterer Beweis ihres Sadismus. Als ich weiterhin auf meinem Platz erstickte. Emma, ich habe dir eine Frage gestellt. Emma stürzte in einen vorausgeschrittenen Modus der Panik. Ich versuchte, Emma daran zu hindern, die Frage zu beantworten, aber der Mangel an Sauerstoff hielt mich davon ab, irgendetwas zu tun. Bitte, antworte nicht. Ich, ehrlich. Einander alles erzählen? Ja! Evelyn klatschte in ihre Hände. Hervorragende Antwort. Emma wandte sich mir zu. Starr. Kruja, ich habe...
meine Sicht verschwamm von dem Sauerstoffmangel. Auf ihrem Gesicht ist das Blut. Ich konnte Emma kaum noch sehen, als sie auf dem Boden zusammenbrach. Ich denke, ich hörte die Schreie der Zwillinge in der Nähe. Aber in meinen Ohren klingelt es so schrecklich. Der Mangel von Sauerstoff, der Mangel von Sauerstoff tat sein Übriges. Mein Kopf drehte sich. Das ist Emma. Am Rande des Zusammenbruchs sah ich zwei große Augen. Wunderschön. Furchteinflößend. Mitternachtsblau. Vorsichtig. Der Unterricht ist noch nicht vorbei. Du darfst nicht deinen Platz verlassen. Mit diesen Worten kam ich schließlich wieder zu Atem. In meinem Kopf drehte es sich noch. Aber ich schaffte es, dass mein Hirn wieder die normalen Funktionen zurückbekam. Emma lag auf dem Boden. Ein langer, blauer Dolch war ihr in den Rücken gerannt. Plötzlich spürte ich eine enorme Menge von Schmerz. Atemlos. Ich kämpfte dagegen an zu schreien. Evelyns Drohung traf mich hart. Wenn ich meinen Platz verlasse, werde ich bestraft. Werde ich auch sterben. Ich senkte meine tränengefüllten Augen zu Emmas Körper, deren Gesicht direkt auf mich gerichtet war. Oh ja. Zeig mir. Der Horror von Evelyns Vertreterfalle machte sich mir in all seiner Gloriosität bemerkbar. Wenn ich leben will, dann muss ich das Mädchen, das ich liebe, vor meinen Augen sterben lassen. Ohne in der Lage zu sein, sie zu umsorgen. Ohne in der Lage zu sein, sie ein letztes Mal zu berühren. Ich musste sie alleine sterben lassen. Zurückgelassen. Dem staubigen Boden des Auditoriums. Da kommen die förmlich fast die Tränen. Es ist gut, dass du das sagst, dass du da fast die Tränen. Ich speichere hier mal, weil mein Gedanke wäre, ich kann nicht still bleiben. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Scheiß auf alle anderen. Nichts ergibt mehr Sinn. Emma. Emma wird sterben. Gerade als ich zum Boden eilte, um sie zu halten, spürte ich einen immensen Schmerz an meinem Rücken. Ich brach vor Emma zusammen und ich konnte die übernatürlichen Deutsche sehen, die meinen Körper durchstießen. Aber meine Augen blieben auf Emmas tränenverschmiertes Gesicht fixiert. Meine Emma. Emma. Ich schaffte es, schmerzerfüllt mit meinem Arm nach ihr zu greifen und unsere beiden Hände verschmolzen auf der Hälfte des Wegs. Ihre eigene Hand ist bereits so kalt. Ich liebe dich. Ich liebe dich.
Ein Husten unterbrach mich halb und ich konnte das Blut in meinen Mund schmecken. Bleib bei mir. Bitte. Danke. Kuya. Emmas Augen wurden glasig, als das letzte Zeichen des Lebens aus ihr drang. Sie war tot. Emma. Ich nutzte das bisschen Energie, das noch übrig geblieben war, um vor Schmerz, Wut und Verzweiflung aufzuschreien. Ich spürte, wie die Welt vollkommen still wurde. Nichts um mich herum war noch wichtig. Nichts außer Emmas große, leblose Augen. Emma, warum du? Warum? Ich konnte spüren, wie das Leben schnell aus meinem Körper glitt. Es fiel mir schwerer zu atmen. Und ich konnte meinen Kopf nicht mehr bewegen. Ich hörte Evelyns Stimme in der Ferne. Seltsam. Der Ton war weder neckend noch verspielt. Vielmehr enttäuscht. Es ist eine Schande. Ich hätte nicht so eine dumme Reaktion von dir erwartet. Ich artikulierte ein paar Worte, schmerzerfüllt unter dem Atem des Hasses. Okay, machen wir weiter. Ich hörte, wie Evelyns Schritte davon gingen. Sterben. Mein letzter Satz wurde von einem der Deutsche, die sich entlang meines Magens bewegten, unterbrochen. Das waren die letzten Worte, die ich sprechen konnte. Worte der Beleidigung vor dem Mädchen, das ich liebte. Wahrscheinlich wäre es besser gewesen, meine letzten Worte an Emma zu richten. Was für ein Idiot. Als ich meine Augen ein letztes Mal schloss, umklammerte ich Emmas leblose Hand mit meiner, mit all der Wut, die in mir ruhte. Gehen wir dann zur nächsten Frage. Gibt es einen Freiwilligen? Ah, du bist nicht den Regeln der Hexe gefolgt und wurdest zum Tode verurteilt. Sterben sollst du. Du Narr.